Hey Chad, also der Plan ist basically, euch noch ein bisschen mitzunehmen in den Abend hinein, weil unsere Mission ist jetzt nach Berlin zu fahren, weil ich morgen bei diesem Henno Dark Event stattfindet. Deswegen fahrt ihr jetzt noch ein Stück mit uns Auto. Aber ich hab ziemlich weit von Berlin müssen, ne? Weiß ich nicht. Ist noch gut auf zum Warten, oder? Ja. Ey, danke fürs Türfragen. Sorry. Oh mein Gott. Aber haben wir schon. Wir können einen Pick machen, wenn du willst. Echt? Ja, safe. Ich dachte nur, ich habe gerade mit Leuten Todes. Ich wusste nicht, ob wir es schon gemacht haben. Nee, alles gut. Ja, let's go. Digga, die Hannover Cap ist ja katastrophal. Aber die ist ja ganz übel, Bro. Heilige Scheiße, sich jetzt erst. Ey, schönen Abend noch, Männer. Ja, wünsche ich euch. Danke, ciao, ciao. Komm mal nach Bielefeld. Miguel, geht irgendwas in Bielefeld ab? Oh, sch. Nee. Und mein Kabel fickt hier irgendwo rum. Meins. Oh, oder deins, ja. Ich habe mir diesmal extra die Mühe gemacht, alles zu labeln, bevor ich es wieder mit in deine Hände nehme. Tim schwört darauf, dass ich zwei Kabel oder so von ihm verloren habe. Das ist aber nicht der Fall. Nein. Ich hätte beinahe mein eigenes heute im Hotelzimmer gelassen. Vince, hast du deine Uhr diesmal dabei, ne? Mein was? Deine Uhr. Wie? Die hast du beim letzten Mal im Hotelzimmer liegen lassen. Ja? Deine 9000 Euro Cartier. Hä? Wann? Boah, das war noch relativ am Anfang in Hamburg, wo wir bei diesem Superiority Media Day waren. In Berlin, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht mehr. Da wollten wir gerade los und dann meintest du, fuck, meine Uhr ist nicht da. Dann hat die noch irgendeine Putzkraft in dem Hotel an der Theke abgegeben. Was? Nee, das hast du dir ausgedacht. Nee, und du hast das Ziehungsarmband von Marsha da auch liegen lassen. Oh ja, das weiß ich nachher. Nee, das wurde geklaut. Ich musste da gegen jemanden kämpfen und es war entweder mein Leben oder das Armband. Ich habe mich dann halt entschieden, dafür mein Leben zu behalten und das Armband dem zu geben. Ja, wir müssen kurz einladen. Komm mal nach Frankfurt, Bro. Bro, ich glaube, Frankfurt ist onstream die Hölle, Chat. Schönen Abend noch. Ich höre, mach so weiter. Ich liebe dich. Ciao. Du bist der beste Streamer. Okay. Danke, Bruder. Bier am Steuer. Ich meine, technisch gesehen, wenn ich zwei Schlücke nehme, aber dann müssten wir den Rest halt irgendwie wegschmeißen. Das wäre halt irgendwie Arsch. Aber bei dir sind komischerweise immer alle korrekt. Ja, check ich nämlich nicht. Weil wenn ich online gehe und mein Stream startet, dann muss ich lesen, wie fett ich heute wieder aussehe und wie hässlich mein T-Shirt ist, Bro. Aber auf einmal, ihr seht mich im Real Life, auf einmal alle todeskorrekt, Bro. Ihr Köpex. Digga, Kenan hat mich gestern angeschrieben, so um 0.30 Uhr, so full random. Ich glaube, er ist Türke, ja? Auf jeden Fall meint er so, Bruder, du musst neue türkische Wörter lernen. Du kannst nur Ayri und Köpek. Und dann meinte ich so, dass er mir welche beibringen soll und jetzt würde er mich educaten, Chat. Also vielleicht komme ich demnächst mit neuen türkischen Sprichwörtern um die Ecke. Ja, Eschek kenne ich auch. Eschek, du Peach. Es gibt auf jeden Fall noch eine, die ist so ein bisschen homophob. Die habe ich mal irgendwann gehört, aber die kann ich gerade nicht. Persische. Die ist irgendwie so Arschficker oder sowas in der Art. Persische? Hau mal raus. Gende. Was heißt das? Schippe. Stark. Und ich glaube, das heißt Kunimichade. Kunimichade. Aber ich weiß nicht mehr, was das heißt. Okay. Falls es irgendwas Kritisches ist, möchten wir uns entschuldigen, Leute. Irgendwas. Ey, sorry. Ja, Jarak, natürlich. Weil bei Jarak muss ich immer an dieses synchronisierte Video von der Fußballnationalmannschaft denken, Bro. Das ist so geil. Hat jemand Lust, dieses Bier auszutrinken, wenn ich schon einmal daran genippt habe? Ich würde es auch so trinken. Kann man halt nur leider kein Auto mehr fahren, wenn ich das jetzt trinke. Boah, das würde ich todes abfangen, oder? Ja, ich kann das machen, das ist kein ich Ding. Ich kann auch fahren, also. Ja, easy. Ich würde auf jeden Fall die ersten Meter mal mitnehmen. Wir brauchen nur irgendwas zum Aufmachen, Männer. Haben wir irgendwas? Braucht ihr einen Flaschenöffner? Ja! Also haben wir einen? Ja. Wir sind doch Männer, wir haben ein Feuerzeug. Bin weg. Wir brauchen keinen. Schönen Abend noch. Okay, dann probiere ich das Ding mal. Was haben wir hier? Also, das ist hier anscheinend ein Hannover Bier. Herrenhäufer. Okay, ich muss das jetzt irgendwie machen, ohne zu berühren. Ich glaube, jetzt finde ich es noch ekelhafter, daraus zu trinken, als wenn es einmal getrunken ist. Boah, das war nur Schaum. Ich habe legit nichts von dem Getränk. Ja, trink doch richtig, Mann. Ja, okay, komm. Ja, ist okay. Ist nicht das Schlechteste, nicht das Beste, würde ich sagen. Was würdest du sagen? Ja, ist halt ein Pilz, ne? Ja, es ist okay, Bro. Ich würde sagen, ich bin nicht so ein Pilz-Fan. Ich würde sagen 7 aus 10. Boah, wir hatten gestern gutes Bier, ne? War das gestern? Alter, gestern das Hamburger Bier. Das war gestern, ja. Bro, wie ja. Hieß das? Chad, wie hieß dieses Bier, was wir gestern Astra. Hatten? Nee, das war kein Astra. Kein Astra. Das andere. Ah, okay. Bro, wie hieß das, Chad? Wie hieß das gestern, das Bier? Bro, gestern war crazy. Herrenhäuser oder so? Nee, das ist das, was wir gerade getrunken haben. Pülliken war's. Bro, ja, das war mega gut. Das war ein mega gutes Bier. Das war, glaube ich, so Top 3 Bier, was ich bis jetzt getrunken habe. Okay, dann let's go, oder? Hat es eingepackt? Ja. Chad meinte, ich habe morgen eine Chance bei diesem gottverdammten Dart-Turnier mit No Way zusammen dieses Ding zu gewinnen. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob wir alle scheiße sind und ich bin sogar vielleicht einer der besten, weil ich wenigstens schon mal ein bisschen gespielt habe. Oder ob ich der eine Typ bin, der noch gar nicht trainiert hat oder noch oder sehr wenig. Also ich habe halt im letzten Monat 3-mal Dart gespielt, so, ne? Haben jetzt die anderen alle 0-mal Dart gespielt oder haben die anderen alle jeden Tag 2 Stunden gespielt? Das ist jetzt halt die Frage. Digga, Miguel, wie siehst du mit. Ja, ja. Kannst du kurz einmal die Hannover Cap? Doch, Bruder. Ist wirklich scheiße aus. Bitte, ich will einmal dieses Hannover Cap sehen. Das sieht scheiße aus. No joke. Ich würde es gerne mal sehen. Das sieht scheiße aus. Ja. Das sieht nee, Bock nicht. Nee, das ja. Es geht nicht. Ja, mach mal andersrum. So. Komm mal her.
Ja, irgendwie ist es nicht dein Wein. Nein, das ist nicht meins. Ich habe auch so einen komischen Kopf, das passt nicht. Also ich sag ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Ich habe so einen richtig komischen Kopf. Aber es ist irgendwie nicht zu 100%. Es passt nicht zu dir einfach als Mensch. Boah, ist richtig warm. Ja, Bro, hier ist todeswarm. Ich wollte gerade. Das Auto einfach mal anmachen? Ich könnte die Klimaanlage vielleicht auch angucken. Scheiße, ja, mein guter Call. So eine Pizza. Soll ich da hinnehmen? Ey, was ist denn das für eine Pizza? Ich glaube, ich würde ein Stück nehmen. Boah, yo, züch, Alter, die sieht übelst geil aus. Ey, voll geil, ich hatte eh nur Bock auf den Rand. Würde ich sagen, ihr seid auch fit? Okay, wir fahren so 3 Stunden. Mach Licht aus, wir wollen dich nicht sehen. Perfekt. Samstag dann Isle Rail Stream beim CSD? Nein, Bro. Oh mein Gott, okay. Weil das Ding ist, wir machen am Samstag einen Stream. Alter, wenn da der CSD wäre, Bro, wäre die Hölle los, Digga. Reese hat geschrieben, könnt ihr meinen Stream ausmachen? Ja, können wir machen, Bro. Sollte jetzt auch sein, großer. Text-to-Speech aktiviert. Ey, Chad, habt ihr dieses TikTok gesehen, Bro? Diese Frauen, diese... Die, Punkt. Diese Frauen, Bro, real talk. Nein, diese Girls, die uns diese Care-Packages gegeben haben mit diesem Spray. Die haben einen TikTok daraus gemacht. Bruder, dieses TikTok hat irgendwie so 80.000 Likes und irgendwie so 700.000 Views oder so, Bro. What the fuck? That's crazy, wirklich. Wir können Wilbur auch richtig geil ready für ein CSD machen. Bro, das wäre auch crazy. Wilbur umstyling für den CSD, Bro. Dann ist er da in so einem Netzshirt und so einem. Bro, stell dich vor, Wilbo, aber mit so einer Tanga-Hose, wo hinten der Arsch so rauskommt. Oder mein Handy ist immer noch iPhone von Knirps, weil meine Mom irgendwie vor 100.000 Jahren. Eine Verbindung wird hergestellt. Oder ich habe den Pannenruf angerufen, was geht jetzt ab? Weil meine Mom irgendwann mal mein Handy eingerichtet hat. Und sie dachte, es wäre eine smarte Idee, das nicht iPhone von Kevin, sondern iPhone von Knirps zu nennen. Yo! Können wir eventuell noch ein Bild machen, weil mein Bild von vorhin ist nicht verschwommen, weil ich richtig. Ja, let's go. Ja, same. IRL Jumpscare. Okay, dann konnte ich dich mal mit der Box. Bro, geht es noch irgendeinem Menschen so, dass ich habe über den Tag verteilt ultra oft so random Ohrwürmer und nirgendwo lief dieser Song. Und es ist so jede Stunde einfach ein anderer Song. Gefühlt spielt immer irgendein verfickter Song in meinem Kopf. Welchen hast du jetzt? Dieses I like the way your body is that too obvious? Okay, confidence. Kennst du diesen? Ja, kenne ich. Ja, Bro, I don't know. Der lief ja nirgendwo, weißt du? Ah, der ist halt, ne? Achso, Bruder, die ist, glaube ich, gar nicht an. Hatte vor 10 Minuten den gleichen Ohrwurm, ja, Bruder, I don't know. Moin, welcher Fomenter ist das? 310 PS? Und wie findest du ihn? Überlege mir auch den zu ziehen. Der Cooper ist eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, das ist das Auto, mit dem Tim immer rumfährt. Das, ich weiß nicht, Tim, was hast du an dem Auto auszusetzen? Finde ich mega. Also, es ist schon echt gut, weil die Box so manchmal ab, weil die so knacken, wenn man so richtig laut Musik hört. Wenn man nicht hier? Ey, kannst du einfach dies, warte, ich gebe hier selber ein. Mach einfach den hier rein. Die Boxen. Glaub, Niklas Levinson von Culture wird morgen beim Dart alles rasieren durch seine Erfahrung in dem Bereich. Boah, ey, Mann, fuck, Alter. Sind da. Achso, Miguel, du musst hier mal das Handy, ich geb dir das mal. Vielleicht musst du es auch ein, zwei Mal lesen. Chat, könnt ihr mal schreiben, sind da morgen eher Leute, die schon so ein bisschen Ahnung haben oder nicht? Weil was mein Gedankengang war halt, okay, wir sind halt alles irgendwelche Creator, Bro, keiner hat Ahnung von da, wir sind alle Arsch und es ist ein Fun-Turnier. Deswegen habe ich jetzt auch nicht insane trainiert oder so, ne? Weil, keine Ahnung. Also, weil ich werde jetzt nicht innerhalb von einem Monat zum Dart-Profi auf einmal. Ich würde sagen, ich bin ganz okay für, also ich glaube, wenn ich würde... Denkst du, dass ihr mit Weiland schneller durchgekommen wärt, weil er ja einen Bachelor in Regattenwissenschaft hat? Nein, Bruder. Digga, Wieland haut manchmal Sachen raus, da zweifle ich daran, dass er wirklich studiert hat, Bro, real talk. Leute sagen beides. Okay. Ich glaube wirklich beim Darts, wenn du weniger trainierst, ist fast besser, als wenn du halb gut trainiert bist. Weil ja. Das Random Pattern ist viel besser als dieses halb gute Pattern auf die 20 so. Genau, weil Retalk, wenn du ja. Random triffst, triffst du halt random höhere Zahlen, aber wenn du so halbwegs gut die 20 triffst, triffst du halt voll auf die 5 und die 1. Genau, ich habe das ist das, was mir passiert ist, als ich gegen Marsha immer gespielt habe, als wir in Japan waren. Da haben wir, da hat sie immer gewonnen, weil ich halt immer versucht habe, die 20 oder die Triple 20 zu treffen. Und ich habe die halt, obvious, nie getroffen gefühlt, aber halt dann 5 und 1 und hab dann halt verkackt immer. Ich habe überlegt, ob ich, also demnach bin ich quasi halb trainiert, würde ich sagen. Ich habe überlegt, es gibt aber unten, das hat mir Marcel Scorpion mal erzählt, weil der ist ja übelst krass da drin. Es gibt macht ihr das mit dem Escape Room nochmal? Vielleicht. Ey, wenn irgendein Escape Room Bock hat, mit uns das zu machen, meldet euch. Genau, es gibt links unten irgendwie so eine Hausfrauenecke, da kann man die 19 versuchen zu treffen. Und ich glaube, wenn man die nicht trifft, trifft man wenigstens irgendwie so eine 7 und eine 10 oder so, keine Ahnung. Also irgendwelche Zahlen, die so ein bisschen chilliger sind. Ich habe überlegt, ob das die Strat ist, aber keine Ahnung. Der legendäre Kaktuszüchter aus der Antarktis war einst ein berühmter Eiskunstläufer, der auf seiner Route durch die Milchstraße reiste.
oder was? Ja, Miguel, du kannst ruhig auch ab und zu mal nach vorne oder so, ne? Ja, wie du Bock hast. Ich habe heute ein Armband für dich und Mascha gemacht. Ich hoffe, ich kann dir das morgen irgendwie geben. Oh, bei dem, ja, safe. Ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute zu dem Dart-Event kommen werden. Wenn da Zeit ist oder so, dann nehme ich mir immer keine Sorge. Ansonsten, wenn da eine richtig große Traube an Menschen ist und irgendwie schaffen wir nicht alle, dann schrei, ich bin der oder die mit dem... Es ist safe die, Bro. Kein Typ hat eins gebastelt, niemals. Ich bin die mit dem Armband. Bro, Brammen ist dabei. Oh mein Gott, Bruder. Ich hab, Brammen ist auch so wie Trimax ein Mensch, den habe ich weitaus häufiger besoffen erlebt. Wie sieht es mit Balut? Ding ist, wir sind halt irgendwann eh nochmal auch in München, weil Dominik und ich haben einen übelst geilen Podcast schon seit 2-3 Jahren so mal überlegt. Und wir haben jetzt jemanden kennengelernt, wo wir das machen können. Wir wollen nämlich einen Podcast aufnehmen, während wir in einem Sterne-Restaurant sitzen und uns quasi Essen immer so vorbeigebracht werden und vorbeigebracht wird. Und wir nehmen quasi den Podcast auf, währenddessen kommt dann irgend so ein Häppchen rein, wir essen das, machen dann so einen Food-Test und labern währenddessen einfach, was sonst so abgeht. Und wir wussten halt nie, wo man das machen kann, weil, keine Ahnung, so, ja, du kannst ja nicht in so einem richtigen Sterne-Restaurant das machen. Und jetzt haben wir jemanden kennengelernt, oder ich habe jemanden kennengelernt, ich glaube, Dominik war da nicht dabei, bei dem Pete's Meat Ice-Event, wo ich dabei war. Oder war Dominik da auch dabei? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja? Ja. Und der meinte zu uns, dass der da voll Bock drauf hätte und der ist halt ein Sternekoch. Und da kommen wir irgendwann mal vorbei. Der meinte, wir machen das einfach an einem Tag, wo sein Restaurant zu hat. Dann kommt er extra vorbei und dann kocht er für uns. Und dann macht er uns dieses ganze Essen, was auf seinem Menü steht, nur für uns an dem Tag. Und wir nehmen den Podcast da auf. Übelst geil. Wird richtig nice. Wie findest du den neuen Rufus-Song? Geil. Aber ich bin gerade so ein bisschen, also jetzt so die letzte Woche, würde ich sagen, fängt es langsam wieder an, dass ich mehr so Ami-Sachen höre irgendwie. Also so Ami-Sachen, UFO und Soli höre ich gerade, würde ich sagen. Und Pascha. Pascha höre ich immer. Und Paluten im Edeltalk wäre extrem cool, feier dich mega. Genau, das war der Point, den ich machen wollte gerade. Weil ich glaube, Paluten wohnt in München oder so. Meine ich jedenfalls, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, irgendwo im Süden, der geht ja auch immer irgendwie wandern und so. Und dann können wir ihn vielleicht fragen, ob er darauf direkt Bock hätte. Ich glaube, Paluten im Podcast wäre crazy. Hast du deine Schlafschiene? Ich habe die am Montag gemacht, Chat, und ich krieg die in eineinhalb Wochen. Die haben mich heute angerufen. Ist sie fertig? Ja. Nein! Du kannst die abholen. Bro, du laberst. Nee. Also die vom Zahnarzt, ne? Ja. Ja, mein Kumpel ist übrigens mega abgefuckt auf dich, dass du den berühmt gemacht hast. Warum? Der hat jetzt seine nächste Zahnreinigung erst in 4 Monaten. Na, Bro, du laberst scheiße. Doch. Nein, du laberst scheiße. Doch. Ich hab dir ja unseren Zahnarzt gegeben, wo wir beide hingehen. Du gehst auch zu dem? Ja. Oh mein Gott, I'm sorry. Und jetzt hast du in die Story gepostet und jetzt ist die nächste Zahnreinigung erst in 4 Monaten. Bro, na, du laberst. Bro, der meinte, er ist ein bisschen picky und geht nur zu einer Zahnärztin da. Vielleicht ja, liegt's auch daran. Okay, ich hoffe, ich schaffe es morgen, hey, zu sehen. Hey, geht er zu dieser einen? Ich habe eine CD gebrannt. Hab gehört, das macht man so als Freund. Bro, was? Viele Grüße. CD gebrannt, ja. Ist crazy. Weißt du, ob er bei dieser einen ist? Die ist so ein bisschen... Wie beschreibt man das? Ja, man, die ist so eine Atzige. Ich kann es einfach abbrechen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so intensiv unterhalte ich mich jetzt nicht mit meinen Freunden, ja, über meine Zahnärzte. Okay. Hast du keine Ahnung? Ja, okay. Weil ich immer so eine übelst korrekte da. Fett Sack ist. Nein, die ist nicht dick. Die ist nicht dick, Chad. Wann kann ich das wie zu beschreiben? Atzig. Die... Man, keine Ahnung, die ist so... Die ist todeskorrekt gewesen halt und ich habe mit der halt immer so Smalltalk gefühlt über das, was ich so mache und so. Und die ist halt so 20, 30 Jahre älter oder so als ich. Aber die hat sich halt voll dafür interessiert, was ich beruflich mache und so. Und das war voll, voll die Nette. Ob sie Musik hören? Muss Tim anmachen dann. Ist das was aus deiner Playlist oder haben wir so Epidemic Music gerade? Irgendwas, hast du irgendwelche Wünsche? Nö, Bruder, mach einfach was an. Manchmal bin ich einfach froh, wenn irgendwer Musik macht, der nicht genau meine Playlist hat. Weil ich kann meine Playlist aktuell echt nicht mehr hören. Ich hab Dings abgesagt, den Porsche. Weil, keine Ahnung, Bro, ich dachte dann so... Also erstens gab mehrere Sachen, die daran so ein bisschen kacke waren. Einmal, ich kann den halt nicht Probe fahren. Ich konnte nicht mal einen GT3 irgendwo Probe fahren. Und das zweite war halt, ich musste das aber ultra schnell entscheiden. Weil ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber der Typ meinte halt so mäßig, dass wenn ich das nicht schnell genug mache, kann es sein, dass er weg ist. Ich weiß nicht, ob das dann so FOMO-mäßig machen sollte oder ob es wirklich so ist, weil ich glaube, es ist wirklich so gewesen. Weil das ist eigentlich so ein Homie von Dave. Liebe Grüße auch an den. Ja, also long story short, ich glaube, ich habe mich nicht genug auf das Auto gefreut, dafür, wie teuer das war. Keine Ahnung, ich habe mich irgendwie nicht genug... Also, guck mal, das Auto kostet 200.000 Euro. Ich glaube, sogar ein bisschen drüber. Ich war so, ja, ist schon geil und so, aber ich war jetzt nicht so komplett... dumm begeistert davon. Also so komplett aus dem Häuschen. Und dann dachte ich so, ja, Bro, keine Ahnung, Mann, irgendwie so, was mache ich jetzt hier, Digga? Ey, mach ruhig ab und zu auf die Straße, Miguel. Ich glaube, das ist fast geiler für die Leute. Weil man dich dann gut hört. Was? Man hört es ja nicht so gut, ne, wenn wir nach vorne filmen. Ich glaube, es geht, aber ich glaube, es ist voll in Ordnung. Geo, gibt es schon neue Infos? Wohne nicht weit weg von Hannover. D. Ja, also, wir sind weg. Liebe Grüße. Dann sag Bescheid.
arbeite bei Porsche, nur mit einem GT3 RS wird schwerer Couscous. Danke, Bruder. Ja, ich meinte einen GT3 RS. Wir werden nächste Woche einen diese Woche mit einem GT3 RS von Dave rumcruisen. Ab jetzt meine Elektrotechnik fertig und habe ein richtig gutes Arbeitsangebot von einem großen deutschen Rüstungskonzern bekommen. Ich würde extrem viel dort im Vergleich zu anderen verdienen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, weiß ich nicht, Mann. Ich habe das Gefühl, alleine, dass du die Frage stellst, impliziert schon, dass du es irgendwie nicht machen willst. Aber, ja, keine Ahnung, es ist schwierig, Bro. Ich weiß, es ist voll die schwere Frage, Bruder. Ich sag ehrlich, ich kann irgendwie checken, warum Leute das dann annehmen. Ich check aber, also ich persönlich könnte aber auch, aber ich check, glaube ich, ein Stück mehr, warum man es ablehnt, so. Aber es kommt auch immer so ein bisschen in meinem Kopf darauf an, in welcher Lebenslage man ist, weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Es ist das schwierigste Ding. Es ist genauso wie so irgendwelche so Gamble-Deals annehmen als irgendwelche Streamer oder so. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Also Rüstungsunternehmen ist natürlich nochmal ein bisschen noch was anderes. Aber ihr checkt schon, was ich meine, so im Sinne von, ich find, da gibt es Leute, bei denen ist es so kein lebensveränderndes Geld. Und die nehmen dann trotzdem so, also so ein Deal anzunehmen, ist immer weird. Aber dann, wenn jemand sagt, ja, Bruder, keine Ahnung, Mann, ich habe irgendwie 500.000 Euro Schulden, Bro, und das ist die einzige Möglichkeit, das irgendwie wieder gerade zu biegen, so, dann ist es für mich irgendwie abgemindert schlimm. Immer noch schlimm, aber abgemindert schlimm. Aber wenn dann halt jemand so ein Gamble-Deal annimmt, obwohl er irgendwie schon 20 Mio auf dem Konto hat, Bro, finde ich es so todesdumm. Check ihr? Ich glaube, es ist wieder so ein Ding. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie die letzten 2-3 Tage bei so Ami-Streamern. Warst du sogar bei Kai Senna? Text-to-Speech wurde deaktiviert. Nein, was? Spaß war gegen. Like, wird es direkt korrupt. Komm, Bruder. Ich glaube, irgendwie so in dieser Ami-Bubble, da haben wieder so ein, zwei Leute so Placements gemacht, Bro. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Finde ich ein bisschen peinlich, Mann. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt nicht die Moralinstanz. Bruder, mir gängt hier gerade so alles, diesen geilen Shot von dieser Autobahn zu machen. Ihr checkt das nicht. Bruder, der sitzt hier so schräg. Check, der sitzt so, wie wenn ich bei The Long Drive so Kuh gedrückt gehalten hab und dann der Charakter so zur Seite gegangen ist. So sitzt wie Gelga mit der Kamera da. Ey, wie schnell kann ich fahren mit dieser Box oben drauf? Ich glaube 120 und wir fahren immer so 130 oder so. Ne? Stell dir vor, so ein Ding fliegt einfach ab, der ungefähr. Das ist, ja, Bruder, sag das nicht. Das Ding ist, kümmern scheiß mal auf die Technik, die da drin ist. Aber das könnte eventuell den Typen hinter uns ein bisschen beeinträchtigen, sag ich mal. Ein bisschen aus der Bahn werfen. Ja. Ich sag mal, solange der danach noch eine Insta-Story machen kann, davon ist ja alles gut. Ja. Nur wenn das nicht mehr geht, dann könnte es schwierig werden. Weißt du, was würde passieren, wenn so ein Ding runterfällt? Ist Feierabend für den Typen hinter uns? Ja, auf jeden Fall. Oder es wird halt irgendwie wegfliegen, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, es wird einfach runterrutschen. So. Dann wieder hochfliegen wahrscheinlich, oder wegen dem Wind. Hochfliegen? Ja. Meint ihr? Ja, boah, das wäre ja noch gefährlicher, weil es dann noch potenzieller einfach wirklich straight in das Auto hinter uns reinrasselt. Boah, keine Ahnung, Mann. Gibt's safe irgendein Video auf YouTube oder so zu. Achso, warte, wir können wieder Mucke machen, sorry. Voll vergessen. Digga, ich habe das Gefühl irgendwie aktuell, Bro, jeder macht so Streams aus dem Auto. Das ist so voll normal geworden inzwischen. Ey, Tim, sollen wir dir das Handy nach hinten geben? Dann kannst du so Donations, falls wir die irgendwie nicht sehen oder falls Chat irgendwas schreibt. Ich kann aber auch für 3 Euro eine Text-to-Speech-Donation machen. Und zweimal wir zu Besuch waren. Ja, weiß ich nicht, man, Feister und Heiko sind auch. Ich würde mehr Geld als Kaffee bei euch angestellt und festgehalten bekommt, aber da wird der Pro-Stream bezahlt. Miguel ist angestellt bei Lena. Miguel macht das für die Erfahrung. Sie ist eine 13. Der wird mit Exposure bezahlt. Was war die Donation davor? Vor dieser, ist dir bewusst, dass 22.000 Leute... Irgendwie finde ich das neue HD DLC von The Long Drive sehr entspannt. Kuss gut, der Fahrt. Wo sehe ich das? Oben. Kannst du so lang scrollen. Ah, irgendwie finde ich das neue HD... Nee, davor? Da kommt nichts mehr. Hä? Warte mal, welche Richtung scrollst du, Bro? Du musst nach unten. In die andere Richtung. Ah. Sie ist eine 3 von 10, aber hat in Deutschland Klebetätigkeit. Ja, was ich sagen wollte, ich habe irgendwie das Gefühl, Bro, so Leute, die gerade im Auto sitzen und irgendwo hinfahren und streamen, gibt so todesviel. Das machen gerade so viele Leute. Bro, ich könnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, mit einer Frau was zu haben, die so älter ist. Aber ich glaube, die 2 Experten hier in der Kamera auf jeden Fall schon. Nein. Ja, weiß nicht, Mann. Ich kann eigentlich nichts, aber ich hätte mega Bock, für dich zu arbeiten. Weißt du denn, was im Angebot? So bin ich auch zu dem Job gekommen. Weiß man schon. Was denkt ihr, was Kenny macht? Ich glaube, wir brauchen aktuell jemanden, aber da will ich noch mit German von Media drüber labern. Wir brauchen aktuell jemanden, der TikToks für mich schneidet. Ich brauche im Grunde jemanden, der das macht, was Crackspy macht. Also den ganzen Tag meinen Scheiß gucken. Aber der Twist ist, er weiß auch, wie man TikToks macht. Weil Crackspy weiß nicht, wie man TikToks macht. Jedenfalls nicht ausreichend. Und irgendwie habe ich noch nicht die richtige Person gefunden, die den ganzen Tag mal streamen gucken kann.
gleichzeitig aber auch gut weiß, was man auf TikTok machen muss, damit TikToks viral gehen. Und so jemanden suchen wir gerade. Wenn ihr irgendwie sowas könnt, dann schreibt gerne eine E-Mail. Falls ihr nicht wisst, wohin, dann seid ihr nicht der Richtige für den Job. Also ich schreibe gerade ganz viele, dass sie es for free machen würden. Ja, das ist dann wahrscheinlich Arsch. Also keine Ahnung, Mann, dass sie es for free machen würden, ja stark. Ja, keine Ahnung. Leute, du sollst Zabex dafür einstellen? Bro, der Zabex hat wirklich einen sehr, sehr guten TikTok-Guy, Mann, das ist crazy. Ich meine, die Leute wollen auch gerade Zabex sehen. So, ne, also ich glaube Leute, die für Zabex TikTok schneiden, müssen sich nicht dumm anstrengen, damit Dinge viral gehen, weil alles, was Zabi macht, geht gerade viral. Aber, ja. Was waren die letzten zwei Donations? Fängt Basti eigentlich am Wochenende noch an zu hüpfen oder wird der Besuch geskippt? Zu hüpfen? Wenn er sich so freut, wenn er die... Oh, mein Gott. Es ist nicht geplant, Basti zu besuchen, dieses Wochenende. Dafür ist leider keine Zeit. Dann wieder Datum für die Edeltour. Datum für die Edeltour haben wir noch nicht festgelegt, Chad. Aber es wird wahrscheinlich im September stattfinden. Sie ist knackige 35 und sieht doch aus. Ja, aber ist 35 eine MILF? Ich meine, sie ist an dem Punkt eine MILF, wo sie einfach ein Kind hat, aber ja, 35, okay. Eine echte Stellenanzeige. Was, ist eine echte Stellenanzeige? Ja, ich brauche wirklich jemanden. Wenn ihr was könnt, schreibt mir. Ja, mit einer 35-Jährigen könnte ich mir auch was vorstellen. Aber ich bin halt 27, das ist dann so, also die ist halt 8 Jahre älter, das weiß ich nicht. Würdet ihr sagen, eine 35-Jährige verhält sich so krass anders als wir? Ja, also kommt drauf an, ja. Check. Sie ist eine 10 von 10, aber Papa Platte View. Hast du verhofft, das einfach mal ein Stream zu machen und einfach in unterschiedliche Städte zu fahren und dort etwas unternehmen? Gut, wäre auch noch eine Option. Ich weiß immer nicht, wie cool sowas ist. Also so, guck mal, gestern haben wir ja auch einfach nur so irgendwas gemacht in Hamburg. Aber dadurch, dass dieses Boot-Ding durch Zufall so crazy Content war, war das halt ein guter Stream. Ich wüsste jetzt nicht, wenn wir jetzt sagen, wir fahren nach Rostock, was zum F*** machen wir in Rostock? Oder dann gehen wir halt dabei irgend so einem lokalen Chinesen was essen, das war's. Weißt du, ich meine? So, keine Ahnung, was man da macht. Du sollst dir gar nichts mit einer 35-Jährigen vorstellen. Du gehörst mir. Ja, das ist Marshall Donated wahrscheinlich schon. Liebe Grüße. Wenn es nicht Marshall ist, sondern irgendwie Thomas 40, ist ein bisschen komisch, Bro. Aber ja, was ich sagen wollte, wir sind gerade dabei, Starlink zu holen, Chat. Einmal auch für die Edeltour, aber auch einmal allgemein. Aber den können wir auch für solche Streams wie diese hier benutzen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, ne? Mit der Dachbox. Starlink auf die Dachbox noch drauf wird tricky wahrscheinlich, oder? Aber willst du mal die da reinpacken, oder? Tim, kannst du bei der Tankstelle reinmachen? Oder soll ich aber zunächst fahren, mal zunächst? Nee, da rein geht nicht, Bruder. Das muss ja schon visible nach oben sein. Naja, aber auf jeden Fall für so Autofahrten, wenn wir jetzt nicht gleichzeitig auch noch einen Podcast aufnehmen, können wir da auf jeden Fall den Starlink noch oben drauf schrauben. Weil hier auf der Autobahn gibt es voll oft so kleine Aussetzer. Und genau die können wir dann überbrücken. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen weniger problematische Streams. Aber ich meine, es kommt aus Demokraten, sehr kurz runter zu MCs. Hab ein Kaltgetränk für euch. Euer Partner Red Bull würde sich freuen. Wir fahren bei Zweidorfer Holz raus. Finde ist echt krass, was für eine Bereicherung Miguel und Tim für den Chanel sind. Qualität Chanel und Organisation sind echt krass gestiegen in den letzten Jahren. Danke, Bruder. Sehr sympathische Jungs. Ja, Mann. Bro, da denke ich voll oft drüber nach, weil ohne die Vlogphase wäre das, glaube ich, jetzt nicht so. Oder? Ja, stimmt. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mir nie einen Assistenten geholt, wenn es nicht für die Vlogphase gewesen wäre. Und ich glaube, ich hätte mir nie einen Kameraguy geholt, wenn es nicht für die Vlogphase gewesen wäre. Wie, was ist denn jetzt hier los? Ey, ist links oder rechts? Rechts. Alright, erster Tankstopp, Chat. Haben wir eigentlich alle dieses übel laute Knallen gerade ignoriert, was mitten auf der Autobahn kam? Da war so eine Art Schlag, wie sagt man das, Schlagloch? Ja, okay. Aber das war nach außen, keine Ahnung, was ist. Dann würde ich so, als hätten wir einen Reifen verloren oder so. Ticker. Nein, sowas passiert mir nicht. Oder das hätte ich auch, also meinst du nicht, das hätte ich dann auch mal erwähnt oder so? Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass so niemand irgendwas dazu gesagt hat. Egal, einfach so ein Reifen. Bro, vielleicht, also ich will es nicht jinxen, nicht, dass wir jetzt einen verloren haben. Oder die Dachbox. Also, Reifen sind noch dran, Chat. Was schluckt denn der Bad Boy hier? Ist das ein Benziner? Jo. Ja. Hallo. Ich pinkel. Ja, jetzt? Jetzt lustig. Digga, peinlich. Reifen kann Kevin in the Long Drive ja gut verlieren. Ja. Aber hier nicht. Ich fette hier, oder? Nee. Jetzt auf. Warte, ich Motor hoch. Das ist ein Motor. Willst du das haben, wo? Oder ja, komm, ey, ich kann der Escape Room nochmal. In der Tür. In der Tür? Ja. Bruder, ich habe dieses Auto noch nie getankt, fällt mir drauf. Ey, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich komplett am Leben vorbeifahre, aber ich habe noch nie verstanden, warum Leute was anderes außer dieses normale E5 tanken. Also, Bro, wer denkt sich jetzt hier, ich hau mir jetzt hier V-Power Racing rein, Bro? Ich check das nicht. Manchmal ist besser für den Motor und der Motor kann dann manchmal ein bisschen besser oder ein bisschen schneller vielleicht. Aber das merkt man doch nicht. Meinst du, das merkt man? Doch, ich glaube schon, ja. Weil E10 günstiger ist. Achso, nee, es war nicht auf E10 bezogen. Sorry, ich meinte eher die
noch krasseren Alternativen. Ich weiß nicht, ob ich E10, tankt ihr alle E10? Bro, mein Vater hat mal irgendwann gesagt, dass man das nicht tankt. Und seitdem habe ich das nicht ein einziges Mal getankt, Bro. Ich habe keine Ahnung, darf man das tanken? Ich habe keine Ahnung. Also wir dürfen das, glaube ich, tanken. Ich habe das Gefühl, alle sagen immer, das ist übel scheiße, deswegen nehme ich das nicht. Vielleicht bin ich auch kopfgefickt und zahle irgendwie todesviel mehr. Ich weiß nicht, wie teuer ist denn das? Okay, 6 Cent, super ist 6 Cent mehr als E10, glaube ich. Kommt auf den Motor drauf an. Also hier auf dem Tankdeckel steht E10, E5 kann man machen. Der toucht mich nochmal so, das ist geil. Okay, danke dir. Bei alten Autos darfst du das nicht tanken. Okay. Also keine Ahnung, wäre ich jetzt ein Hund, wenn ich beim i8 irgendwie da E10 reinmache? Ich habe keine Ahnung. Die Karre ist halt 10 Jahre alt. Zwei. Hast du Schlüssel? Ja. Abschließen? Ja, nee, wir sind doch. Was soll's? Nimm 80 Liter Fass noch mit und guck nach einer Wurst im Laden und erschieß den Typen. Bruder, das ist nicht das Videospiel, was wir sonst spielen. Was haben wir nochmal? Zwei? Ja. Ich glaube. Boah, lass mal noch Kaugummis mitnehmen. Welche willst du denn, Bruder? Das sind die besten, oder? Ja. Hallo. Hi. Die zwei einmal bitte. 79, 61. Jo, mit Karte. Hast du noch was? Nö. Du? Ich habe eine Beefy Ranger noch. Eine Beefy willst du? Nein. 93. Ich brauche noch eine Quittung für das erste. Achso, auch mit Karte, sorry. Geil, dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Boah, nochmal ein Aktien-Eis. Boah, ein Capri-Eis, Digga. Boah, sollen wir ein Eis mitnehmen? Nee, ich nehme keins. Willst du eins? Nö, wenn du eins nimmst, dann nehme ich auch eins. Ja, komm, dann nehmen wir beide eins. Okay, aber dann muss Tim auch, oder? Ja, ich ist auf Klo, oder wo ist er? Ich glaube schon, ja. Was willst du, Bruder? Calippo? Ah, ja, dieses hier. Zeig mal für Chat. Ist das geil? Weiß ich nicht. Oh, ich habe die so locker 20 Jahre, glaube ich, nicht gegessen. Ich glaube, ich habe Calippo. Tim noch warten, oder? Oder so. Also, Tim gerade noch warten? Ach so, ja, wir warten noch ganz kurz. Wenn sie das aufnehmen, ne? Sie das posten. Ja. Auch beim Teil eben gerade, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir. Ja. Machen wir weg und machen. Sorry? Ja, so Vlogs. Ja, ja. Aber machen wir weg dann. Welchen Kanalnamen haben Sie jetzt? Papa Platte heißt es. Papa Platte heißt es. Papa Platte? Ja. Ja, hast du nichts verpasst, keine Sorge. Ist doch nicht zu schicken. Aber wir. Wir laden es auf so einem Zweikanal hoch, ich schreib den auf. Alter, das ist ein Gebot? Bro, das ist ja crazy. Das ist krass, das ist funny. Sind Freunde einfach. Digga. Olle Luca und Sandy, Digga. Ich wusste doch, irgendwoher kenne ich die doch. Sollen wir Tim einfach so einen. Ja, sollen wir. Ja, Bro, nimm einfach, lass einfach Tim ein Eis mitnehmen, was jeder ist. Was ist denn jeder? Auch so ein Capri, oder? Ja, Bruder, Capri geht doch immer. Oh, zack. Das Ding ist, er muss das jetzt halt essen, sonst schmilzt es einfach. So die drei bitte. Danke, schönen Abend. Danke, also, soll ich noch aufschreiben oder was? Ja. Ich schreibe unseren Podcast auf. Oh, wait, war das der Podcast von dem? Manchmal. Nicht so oft. Ich schreibe unseren Podcast auf. Da sind wir am aktivsten. Ja, also wir machen ist Edel Talk, wir machen YouTube und so Spotify und so. Hast du ganz zwei Jahre angefangen oder? Nee, schon ein bisschen so. Ich glaube, ich weiß nicht, zwei Jahre. Ja. Ja. Zweieinhalb, ja. Bist du Nee, Miguel, Miguel macht's for free erstmal. Wir sind gerade noch in der Probezeit. No. Ja, mal gucken. Wir schauen mal. Vielleicht, wenn mal Geld rumkommt, dann machen wir vielleicht. Danke. Ciao, ciao, ciao. Bruder, dafür, dass er nicht gezeigt werden wollte, wollte er zu viel wissen, Bro. Real talk. Er wollte zu viel wissen dafür. Ey, Tim ist schon im Auto, ey. Wirst du gut bezahlt, Bro. Ey, Tim, wir haben dir ein Eis mitgebracht. Danke. Das ist nicht so aus, als hättest du Bock auf Eis. Nee. Aber du musst jetzt eins essen. Warum? Naja, wir haben es jetzt gekauft. Oder okay. Miguel ist zwei. Sehr lieb, dankeschön. Ja? Okay, gut. Ja, wir können doch der Frau hinter uns shaken. Na dann, alles gut. Können wir machen? Ne, jetzt will ich's auch. Ja, jetzt auf einmal hier, Bruder. Danke dir, Bro. Der ist ein komischer Dude. Ist das krass, ey. Bruder. Schön in der Tanke erstmal ein Laser-Luca-Video sich reinknallen. Das ist crazy, ey. Bruder, no joke, jedes Mal, wenn ich Luca im Gym sehe, frage ich mich, wer zum F*** guckt seine Videos? Und jetzt haben wir die Antwort. Welcher Cupra ist das? Vom Mentor. Haben wir mehr Informationen? Weil der hat, glaube ich, gefragt, welcher genau. 245 PS, glaube ich. Hybrid. Ich glaube, mehr Infos gibt es dazu nicht. Stark. Das ist geil, das heißt. Wie gut, dass ihr nicht live streamt, sondern nur YouTube und Spotify macht. Ja, da wäre ich Glück gehabt, Bro, weil sonst hätten wir ihn ja rausschneiden müssen. Also nicht rausschneiden können, meine ich. Ne? Ich check schon. Das ist noch Edel Talk live. Ja, normal. Ey, ist Live-Podcast. Okay. Tim, meinst du, du kannst mir kurz dieses Eis hier einmal aufmachen? Ich darf ja hier noch am Handy sein, ne? Das ist ja Privatgelände noch hier. Ich habe gerade noch einer meinte, so übertreibt man deine Lage nicht. Nicht mal Jeff Bezos kauft sich was zu essen an der Tanke. Hast du gerade 15 Euro für drei Eis bezahlt? Illusional. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich glaube 12 oder so. 15 Euro oder sowas, ne? Ja? Ich glaube schon, ja. Drei Eis. Kleiner Tiffany Berger verkauft einen Starlink, da er zwei hat. Oh,
Okay. Aber ich glaube, er hat nicht den richtigen, den wir brauchen. Wir wollten irgendeinen so krassen holen. Was war die Detention davor, Tim? Ich wollte irgendwas da gerade noch sagen. Hast du gerade 15 Euro für drei Eis? Nee, da in eine andere Richtung. Da kommt nichts mehr. Nee. Was war da gerade? Ah, nee, ich weiß, was ich sagen wollte. Bro, das macht keinen Sinn, dass Capri-Eis irgendwie 5 Euro kostet, Digga. Das ist einfach eingefrorener Orangensaft, 20 Milliliter oder so. Das macht keinen Sinn. Aber das kostet nicht 5 Euro, oder? Ja, wenn wir für 3 Eis 15 bezahlen. Ist egal, selbst die Eis als Geschäftsessen oder so an. Scheiße, ich hab Quittung nicht mitgenommen. Als Geschäftsessen, Digga. Wie du hast die Quittung nicht mitgenommen? Ja, vom Tanken schon, aber vom Eis nicht. Oder wie sollen wir denn das Eis als Geschäftsessen abrechnen? Wie soll das gehen? Was soll meine Mutter da reinschreiben? Oder Miguel Dorset und Tim essen, haben wir Eis gegessen oder wie? Das Eis kannst du den beiden ja vom Lohn abziehen. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Platte, was sagen Sie zum Rechtsfahrgebot? Ich finde, ich check das. Ich sage aber ehrlich, bei so einer Strecke hier, wo jetzt gerade nicht so viel los ist, wo es nachts ist, habe ich das Gefühl, wenn ich immer zwischen der mittleren und der rechten Spur, wo die LKWs sind, die ganze Zeit hin und her switchen würde, ist Unfallgefahr höher, als wenn ich einfach in der Mitte bin, wo ich niemanden ab... Weil wenn mich jemand überholen will, fällt er links vorbei und die LKWs sind rechts. Und ich bin schneller als die LKWs, wenn der Tempomat mal hinten will. Und gut ist, weißt du, ich meine? Keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, der gefährlichste Part der Autobahn ist der Spurwechsel. Und wenn ich einfach in der Mitte baller, wenn es übelst voll ist und ich bin am Schleichen, ja Bro, obvious, fahre ich nach rechts. Aber jetzt, so hier zum Beispiel, guck mal, wenn ich jetzt hier einmal nach rechts fahre, obwohl ich gleich rechts dieses Auto überhole, sehe ich den Sinn nicht, weißt du, ich meine? Hier ist Wettrennen, Bro, der LKWs. Scheiße, Mann, überhole ich mit einem Kamm. Entschuldigung. Oder das Auto möchte mit mir reden. Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Sie können Radio und Medien, Navigation, Telefon und Klimatisierung per Sprache bedienen. Voll geil, aber würden wir ungern machen gerade. Also das ist eine mega geile Information. Nein. Bitte wiederholen Sie. Wir wollen nicht. Sie können. Das kommt darauf an, wo wir hinfahren. Wir möchten nicht. Oh nein, hinten ist Licht an. Ah, Digga. Bruder, seit ich selber Auto fahre, verstehe ich wirklich noch weniger, wie mein Vater immer irgendwie weiß, halb in die Leitplanke gefahren ist, als hinten ein Licht angegangen ist, weil ich Nintendo DS spielen wollte. Tim, kannst du die Donation mit der Zukunft nochmal vorlesen? Wenn du ein Normalverdiener wärst und dein Brot beim Lotto gewinnt, aber du hast den Schein und 50 Kilometer Vorsprung. Würdest du einmalig snatchen und neues Leben anfangen? Boah, na. Hallo, hier ist der Tobi. Aber ich will fragen. Hat in seinem Jahr circa nebenbei selbstständig gemacht als Foto- und Videograf. Kann man euch mal einen Tag begleiten? Einfach im Hintergrund aufhalten und Pics von euch machen. Grüße, Kuss. Hey, das hört Schwarzer sich, Toyota. Das hört sich gar nicht an wie so ein Stalker. Im Hintergrund aufhalten und ein paar Fotos machen. Ich glaube, wir brauchen gerade niemanden, der Fotos macht. Sowohl Tim als auch Miguel machen Bombenfotos. Wir haben noch einen Guy, notfalls. Also, wir sind bedient, Bruder. Dankeschön. Hallo, liebe Vergangenheit. Ich weiß, dass du am Datum richtig platziert wirst, wenn es am Anfang nicht zu erscheinen mag. Du wirst eine Person treffen, mit der du nicht rechnest. Gruß aus der Zukunft. Ich soll mich rasieren, weil ich morgen jemanden treffe, mit dem ich nicht rechne? Du wirst beim Darts rasieren. Ich soll das nicht. Ach so, Bro. Okay, und ich werde eine Person treffen, mit der ich nicht rechnen werde? Ja. Okay. Ich lerne morgen, glaube ich, ein Girl, ich weiß nicht, je nachdem, wie viel Zeit ich dafür habe, abseits vom Stream, aber ich glaube, ich werde morgen ein Girl kennenlernen, also jetzt nicht so, noch nicht Freundin oder so, aber halt so, wo da so rumgedatet wird, von einem Homie, von meinen Berlin-Jungs. Und ich glaube, das ist vorher das letzte Mal passiert, als wir noch in der Schule waren. Da bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin wirklich unterirdisch, wenn es darum geht, Geburtstage sich zu merken. Habt ihr die so eingetragen im Kalender oder so? Ja, ich vergesse trotzdem. Also bei mir ist es wirklich so, wenn meine Mutter nicht Bescheid gibt oder... Oh, holy Sch... Oh, was geht hier ab? Wenn meine Mutter mir nicht Bescheid gibt oder irgendwie Dena oder so oder Marsha, dann vorbei. Problematisch wird es nur, wenn einer der beiden Geburtstag hat. Aber die beiden habe ich tatsächlich eingetragen. Deswegen. Weißt du noch, wann Basti Geburtstag hat? 5. August. Wie schreiben wir alle Dena? Fragezeichen. Dena? Du hast gerade Dena gesagt irgendwie. Dena? Die Ausrede mit Dena ist gut. Achso, nein, Lena, Bro. Soll ich auch Dena unterschreiben? Digga, Bruder, warum sollte mir Dena schreiben? Yo. Bro, Dena erstmal mit einer chilligen Worte gesagt, hey, dein Vater hat heute Geburtstag. Bro. Das ist schon fragwürdig genug, dass Lena das machen muss. Nee. Geburtstag macht meine Mutter. Also von meinem Vater. Meine Mutter schreibt, hey, dein Vater hat heute Geburtstag. Hey, Tim, hast du schon über die Abendsplanung, die wir jetzt heute noch vorhaben, gehört? Nein. Meine Mama hat ihren Whirlpool für uns heiß gemacht. Ich habe jetzt nichts dafür dabei, ne? Ja, ist nicht schlimm.
Stimmt, gefallen war ein Rotblitzer. Ich meine Blitzer, der rot leuchtet halt. Hast du schon mal ins Auto Kacke gemacht? Stell dir das mal vor. Wäre übel peinlich XD. Wow, das ist crazy. Nee, ist mir noch nicht passiert. Ey, ich habe eine Frage. Vielleicht wisst ihr es oder irgendwer im Chat. Einen Rotblitzer. Blitzt der mich wirklich nur, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre? Oder blitzt der auch, wenn ich zu schnell fahre? Weil eventuell gibt es auf dem Weg zum Podcast vielleicht einen, wo ich mir nie sicher bin. Und ich probiere es immer so Stück für Stück aus. Nur bei Rot. Gibt es auch beides. Es ist 50-50. Okay, weil ich glaube, die Antwort, mit der ich jetzt geben würde oder gegangen bin mein Leben lang bis jetzt, es gibt welche, die können beides. Das dachte ich, dass es so ein Hybrid oder so gibt. Keine Ahnung. Kommt eine Idee, einmal im Jahr eine Podcast-Woche, vielleicht zu einer Jahreszeit, wo eh weniger los ist, dann 7 Tage. Jeden Tag einen Gast, sodass dann 1 bis 2 Wochen später eine Woche lang jeden Tag eine Folge kommt. Miguel und Depp, ihr seht super aus. Was haben wir? Ey, da winkt einer. What the fuck? Bro, what the fuck? Der Bro hat gewinkt gerade rum. Der ist sicherlich super verantwortungsbewusst gefahren, um an uns nochmal hier vorbeizuziehen, nachdem er im Stream gesehen hat, dass wir auf der Autobahn sind. Was soll ich sagen? Achso, wegen Podcast-Woche. Wir haben das mal gemacht, back in the days. Da haben wir jeden Tag eine Podcast-Folge gemacht. Boah, ich weiß nicht, ob das ein bisschen Matsch ist. Ich hab das Gefühl, das ist ein bisschen Overkill. Hier hat nochmal einer geschrieben, dass es so moderne Blitzer gibt, die beides können, weil du oft bei Gabe nochmal Gas gibst, dass die dich dann nochmal doppelt f***. Boah, diese Bastarde. Alter, das ist krass. Ja, safe, glaube ich auch. Wenn ein Kfz die am Straßenbelag angebrachten Induktionsschleifen überfährt, löst diese aus. Er blitzt ein zweites Mal, wenn der Schutzbereich befahren wird, da auf diese Weise festgestellt wird, ob es ein Haltelinienverstoß oder ein Rotlichtverstoß ist. Oh, wenn du Eier okay. Boah, das wusste ich gar nicht, dass es mit so Schleifen gelöst wird. Also ich kenne das, aber ich wusste nicht, dass man das benutzt. Hey, no joke, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich meinen Vater, der immer in Urlaub fahren wollte um 6 Uhr morgens, damit die Autobahn frei ist. Digga, das ist so todeschillig, einfach wenn die, Digga, das sind schon wieder dieselben. Oder? Bitte passt auf, Jungs. Schön im Seat Ibiza, Digga, am Cruisen zu 5. Ja, weil, Bro, es ist so chillig, wenn die Autobahn einfach komplett frei ist. Woher kennst du eigentlich den korrekter Dude? Gute Fahrt. Also, ich weiß nicht so ganz, was die richtige Story ist, woher wir Tim kennen. Die Story, die ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass Tim eine E-Mail geschrieben hat an Lena. Ist das richtig? Ja. Oder halt ans Management. Lena hat dann gesagt, also... Der Totwinkelwarner in dem Auto ist ja mal mega nice. Ja, das wollte ich übelst, einfach gesagt. Ja, das ist übelst geil. Das leuchtet hier meine Seite. Und allzeit gute Fahrt euch. Übelst geil. Genau, also Tim hat eine E-Mail geschrieben an Lena, so nach dem Motto, hey, ich will irgendwas machen. Oder? War das so? Ja, es war wirklich so ein Ding von wegen, ich kann nichts, aber hab Bock. Ja, und dann hat Lena, das hat sie zu mir dann im Nachhinein so erzählt. Also, pass auf, ich erzähl's kurz aus meiner Sicht. Ich habe irgendwann zu Lena gesagt, wir haben diesen Podcast aufgenommen mit Reefed, den zweiten, oder ich glaube den ersten, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Toni meinte dann so, warum habe ich eigentlich keinen PA, also keinen, wie sagt man das, Personal Assistant. Also so einen Assistenten, der halt so Sachen für mich irgendwie erledigt, rund um den Stream und auch manchmal so Privattermine und so machen und so. Und dann meinte ich zu ihr, ich glaube nicht, dass ich so jemanden brauche, so, weil ich glaube, ich habe nicht genug Aufgaben für diese Person. Yikes. Und dann habe ich Lena irgendwann gefragt, weil immer, wenn ich irgendwie jemanden brauche, das war bei Miguel auch so, frage ich Lena, ob sie jemanden kennt, weil Lena kennt immer irgendwen. Und dann war Lena so, oh, witzig, weil ich habe da tatsächlich schon jemanden, den teste ich gerade. Und Lena hat mir das so erzählt, dass sie Tim die beschissenste Aufgabe gegeben hat, das war gerade zur Zeit der Gamescom, die beschissenste Aufgabe gegeben hat. So wurde mir das nicht verkauft. Also mir wurde das so verkauft, dass sie dir eine richtig scheiß Aufgabe gegeben hat. Weil Tim war dann für so einen Stand, ich weiß nicht genau, was es war, aber ja, vielleicht kannst du es besser erzählen, aber du musstest irgendwie, also die Information, die ich bekommen habe, ist, du musstest irgendwelche Teppiche die ganze Zeit durch Köln fahren und du hast es immer sehr ehrgeizig und motiviert gemacht. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so kacke, das war ganz cool. Das war, ich glaube, für die Indie-Arena-Booth der Gamescom, das war so ein riesen Stand mit so ganz vielen Indie-Game-Developern. Und dafür habe ich so Setrunner quasi gemacht, das heißt, ich war so für das... Ah, du musstest einfach alles organisieren, ja, was sie brauchen, so, ne? So für das Bilder-Team, die Stände quasi gebaut haben, für die habe ich quasi einfach alles organisiert, was die so gebraucht haben. Also quasi das Gleiche, was ich für dich jetzt mache. Ja, okay, geil. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, irgendwann hat also Lena mir gesagt, dass Tim das gut gemacht hat, so mäßig. Und dann meinte ich so, ja geil, dann lass doch mal mit dem Treffen so. Und dann, Bruder, dann waren wir beim Daikan essen, so ein Rahmenrestaurant in Köln. Und Tim hat sich Sushi bestellt und muss mal aktiv mit einer Gabel gegessen. Digga, kranke Scheiße immer noch. Und jetzt ist weh. Ja, danach habe ich von Lena gehört, dass du dir dann so einen halben Nervenzusammenbruch gegeben hast, weil du mir einfach am Ende von dem Gespräch direkt eine Jobzusage gegeben hast, ohne das mit ihr zu besprechen. Oh ja! Oh, nutzt die rechte Spur, die ist frei.
macht mich beim Zuschauen schon aggressiv, so ein Mittelspurschleicher wie du. Mann, aber Digga, warum? Die haben dir eben gewunken, dass du rüberfahren sollst. Nein, haben die nicht, Digga. Mann, Bruder, das ist... Bruder, ich fahre, seit ich 18 Jahre alt bin, Digga, und noch nie hat mir jemand aus dem Fenster vom Beifahrersitz gewunken, dass ich rüberfahren soll. Und jetzt, wo ich onstream bin, wahrscheinlich hat er das getan, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe immer so dieses Ding irgendwie, dass ich so bauchgefühlsmäßig irgendwie merke, wenn einer so ganz nice wäre fürs Team. Also als zum Beispiel, das habe ich auch schon mal erzählt, als wir mit Miguel, also ich war so zu Lena, yo, wir brauchen irgendwen, der so Kamera hält für die Vlogs. Und dann hatten wir diesen Vlog, wo wir halt so driften waren und so. Und Miguel war halt no joke 3 Minuten im Raum oder so. Und ich meinte, ich bin dann so zu Dominik gegangen und meinte so, ja Bro, ich glaube, das ist der Typ, den wir brauchen. Ich glaube, der ist es. Und dann meinte Dominik so, ja, warte mal ab und so. Und dann haben wir, ja, jetzt ist das halt. Und bei Tim war es halt anscheinend auch so. Ja, klar. So, oder? Also auch beim Daten zum Beispiel. Also ich finde, wenn man auf so einem Date ist, man braucht gefühlt irgendwie so 10 Sekunden, um zu checken, ob das mit der Person was Ernstes werden kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob 10 Sekunden, aber so no joke, so nach einem Gespräch, nach diesen ersten 3-4 Minuten Gespräch, ja. Also wirklich dieses richtige Gespräch, checkt man schon, was der Vibe ist. Würde ich auch sagen, ja. Phoebe ist gestern mit 260 über die Bahn geballert und du schleichst mit 100 in der Mittepunkt. Typischer I8-Fahrer mal wieder. Oder wir sind am Chillen, ich will konzentriert bleiben, wenn ich nebenbei streame. Hör nicht auf das. Die Räder und schleich auf der linken Spur. Ich habe das Gefühl, dass es nur gute Beziehungen gibt, wenn die Kennenlernphase entspannt ist. Und das ist aber based aus eigener Erfahrung. Und ich frage mich, ob es jemals jemanden gab, der eine richtig komplizierte Kennenlernphase hatte. Aber dann war die Beziehung mega entspannt. Also ich glaube jetzt nicht so richtig kompliziert, aber ich glaube, es ist schon normal, dass man sich auch erstmal kennenlernen muss oder so. Ne? Chat, ganz kurz. Würdet ihr sagen, dass der Typ mir sagen will, dass ich nicht links, abschleichen soll? Oder bitte? Ich glaube, das ist einfach ein Typ, der den Stream halt guckt. Weil das ist nämlich meine Vermutung. Das ist krass, wirklich. Die hat sicherlich nicht zur Aufgabe gemacht, 300 Kilometer neben uns zu fahren, um mir zu sagen, ich soll nicht schleichen. Bro fährt 80 auf der Mittelspur, Digga. Digga, Bro wollte mir einen Strafzettel organisieren, indem ich ihn rechts überhole. So, hier, dann ziehen wir mal mit den 260 PS vorbei. Mach's gut, Männer. Dachbox. Ah, ja, wir haben eine Dachbox, ja. Wir sind auch noch bei 140, ist alles top. Bro, stell dich vor, jetzt die Dachbox geht ab. Die Dachbox, ich überhole, fahr wieder auf seine Spur drauf. Dachbox geht ab. Digga, diese Zuschauer hinter uns flippen so die Leitplanke, Bro. Holy shit. Ey, wir haben so einen Podcast gehört, als wir sind ja, wir mussten ja Roadtrip machen vom Urlaub zurück, weil unser Flieger ausgefallen ist. Und dann sind wir wie so 11 Stunden mit dem Auto gefahren. Da haben wir so einen True Crime Podcast gehört. Und da ging es, ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt, aber vielleicht weiß es jemand im Chat. Auf jeden Fall, True Crime. Wir haben so einen True Crime Podcast gehört, da ging es um eine Influencerin, eine TikTokerin, Bro. Und die hat so TikToks gemacht, so mit ihrer Mom zusammen. Und dann ist es so todesviral gegangen und und es war auch so ein bisschen so christlich und so irgendwie. Also das war so besonders wichtig irgendwie, dass da nicht der Haussegen schief hängt. Und auf einmal waren ihre Kommentare so voll damit, dass ihre Mutter fremdgegangen ist. Und das hat sie ja am Anfang immer gelöscht, aber das wurde irgendwie immer mehr. Und irgendwann haben die so eine DM bekommen oder so, wo das halt auch jemand geschrieben hat. Aber der hat halt on top auch noch Bilder gehabt, private Bilder von der Mom. Und meinte, dass er einen Sextape von der leaken will. Hat erstmal so die Mutter gefragt, so mäßig, yo, also ist da was dran und so. Und die Mutter ist halt so verneint, meint so, nee und so. Weil die war halt auch verheiratet, ne? So irgendwie so, ich glaube 15 Jahre oder so war die verheiratet mit dem Mann. Weg, stopp. Ach, wir sind da. Sind wir da? Was schreiben die jetzt? Weg. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Das wird die beschissenste Erzählung überhaupt, Bro. Das ist der beschissenste Moment, um diese Story gerade zu erzählen. Aber egal, ich werde es hinbekommen. Dann ist die Mutter so eingebrochen sozusagen. Oder zusammengebrochen, wie sagen wir das, eingeknickt. Und hat zugegeben zu ihrer Tochter und ihrem Mann, nur zur Tochter, dass sie fremdgegangen ist oder fremdgeht. Und mit einer Affäre, der sie 3 Jahre was hatte. Long story short, hat der Typ halt weiterhin dann aber damit gedroht, dass Tape zu releasen, dass er es nur nicht macht, wenn die dem 4.000 US-Dollar geben. Sind wir noch da, Tim? Dass du langsamer erzählst als deren Uber. Okay, Bro, that's crazy. Ja, das war's. Ich erzähl die Pointe nicht. Nee, pass auf. Trust me, it's a banger story, okay? Trust me. Auf jeden Fall. Willst du nur von vorne anfangen? Okay, das ist schlecht. Aber jetzt hab ich den Faden verloren, Digga. So eine Scheiße, Alter.
Bro. 4.000 US-Dollar. Ja, genau, 4.000 US-Dollar, so bla bla bla. Dann haben die halt irgendwann gesagt, ja, keine Ahnung, woher wir die nehmen sollen, weil die könnten es auch nicht vom Familienkonto nehmen, weil dann würde das der Mann merken und so weiter, bla bla. Dann haben die gesagt, okay, ja, die haben das jetzt aufgetrieben. Und die würden sich mit ihm treffen auf so einem Parkplatz und dann machen sie die Geldübergabe. Dann sind da alle hingekommen und so und auf einmal standen da aber zwei fremde Autos, wo Leute mit Sturmmasken drin saßen. Okay, und dann kurz danach ist bei der Polizei ein Anruf reingegangen, wo jemand gesagt hat, die versuchen mich umzubringen. Und irgendwann hat es nur so, also und die haben es halt dem nicht geglaubt. Die meinen so, nein, sie werden nicht verfolgt und so. Und der so, doch, doch, ich werde verfolgt, die wollen mich umbringen und so, die wollen mich umbringen. Und irgendwann hört man nur so einen Knall. Und das Telefonat ist vorbei. Und was passiert ist, ist, die TikTokerin, ihre Mom, zwei Follower von der TikTokerin und noch ein zweites Auto mit 5 Followern oder 4 Followern von der TikTokerin haben diesen Typen, der dieses Tape hat, und den Homie von dem auf der Autobahn gechased. Die haben so ein Wettrennen, also so, wie sagt man das, so ein Car-Chase gehabt. Und dann haben die den irgendwann ausgebremst, also irgendwie, dass einer vor den fährt, einer hinter den. Dann waren die letzten, also laut Gericht hat die Mutter gesagt, so ram ihn, also auf Englisch halt so dass der Follower am Steuer den rammen soll. Und das hat er dann bei 130 gemacht oder 150, glaube ich. Und dann ist dieses Auto von diesem Typen, mit dem sie fremdgegangen ist, ist komplett geflippt über die Leitplanke. Beide tot. Und das Auto ist komplett einfach auch so am Brennen gewesen, die Reste und so. Und man konnte irgendwie nichts mehr identifizieren, außer, ich glaube, damit die identifizieren konnten, wer das war, mussten die irgendwie die Zähne oder so von dem nehmen, weil sonst nichts vom Körper übrig geblieben ist, weil der Unfall so crazy war. Digga, stellt euch vor, ihr folgt einer verfickten TikTokerin und einen Monat später, ich check gar nicht, wie das dazu kommt. Das wäre so, als würde ich jemanden umbringen und ich würde Crackspire anschreiben, ob er mitkommt. Bro, ich check das nicht. Wie kommt man auf sowas? Also wie kommt man in erster Linie darauf, den umzubringen? Und wie kommt man in zweiter Linie darauf, das mit irgendwelchen TikTok-Followern zu machen, Bro? Das check ich nicht. Das ist absolute Scheiße, Mann. Ja, Story ist vorbei. Wie fandet ihr die? Es ist, glaube ich, von Ines Ayoli und Vis-a-vis, der Podcast. Sehr geile Folge. Fake Story. Bro, ihr könnt das googeln. Das ist wirklich passiert. Digga, Fake Story. Als hätte ich gerade so die Rückseite von so einer Black Story vorgelesen. Digga, die so, weiß ich nicht. Ein Mann ist gestorben, nachdem er einen Piepton gehört hat. Und jetzt habe ich gerade aufgelöst. Und die Story ist wirklich passiert, Chad. Da möchte ich nochmal daran erinnern, dass Nick auf dem Splash einfach das Gerücht in die Welt setzen wollte, dass Django einen Affen dabei hat. Und es wirklich ausnahmslos jeder geglaubt hat. Und Nick wollte das so weit bringen, dass Django ein Statement machen muss, warum er denn einen Affen beim Splash dabei hätte. Digga. Ey, kann man so ein Stück Pizza haben? Bro, Zürich, wie groß? Bro, die ist geil. Bruder, hier ist wieder Elefantenrennen, Alter. Wieder Wettrennen von 3 LKWs hier. Digga, der Typ in der Mitte, Bro, er fährt genau gleich schnell. Er fährt sogar langsamer. Bro, das macht keinen Sinn. Da kann ich die Fahrt halten. So viele Kilometer am Tag, und wenn die da halt 5 km/h schneller sind auf irgendwie 10 Stunden, sind die halt irgendwie, schaffen die halt irgendwie so 50, 60 Kilometer pro Tag mehr. Okay, was ich aber jetzt nicht verstehe, warum fahren nicht einfach alle LKWs dann schneller? Ja, warum fahren nicht alle Autos gleich schnell? Ja, okay, hast recht, Schachmatt. Ja, das wäre so krass, wenn alle Autos perfekt gleich schnell fahren würden. Digga, da kannst du ja keinen Stau geben, oder? Das wäre krass, außer es gibt Unfälle dann. Das neue Grafik-Update von DeLong 3 schaut gut aus. Multiplayer scheint auch zu funktionieren. Hast du vor, das Auto zu behalten, oder baust du dir noch ein neues? Wir bauen das gleich auseinander, Digga. Hast du noch das Steak von Kevin beim Fremdgehen für 4.000 Dollar zu verkaufen? Hab's auf kleinen Anzeigen gesehen. Es gibt kein Steak von mir zu verkaufen, Chat. Vielleicht gibt's eins, aber es gibt keins zum Verkaufen. Willst du das denn wissen? Weiß ich nicht, also ich würde jetzt keine Person kennen, die da Bock hätte, das zu verkaufen. Die Posteschlüssel von dir hatte und... Oh! Okay, warte mal, du bist quasi als Familienmitglied eingetragen bei meinem Apple-Account und du hast Schlüssel zu meiner Wohnung. Stimmt, ja, ich sehe immer, wo du bist und du siehst auch immer, wo ich bin. Dann. Ja, gut. Ja, das werde ich mal removen auf jeden Fall. Es gibt ein einziges Video, das könnte man auf TikTok hochladen von der Länge her, bestimmt. Hätte jemand gefragt, ob du bei The Race mitmachst? Boah, würde ich bei The Race mitmachen, Alter, weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Aber ich hätte da irgendwie auch mega Angst, Mann. Ich sag ehrlich, ich find The Race gruseliger und gefährlicher als Seven vs. Wild. Bei Seven vs. Wild, ja, okay, da kann halt irgendwie ein Wolf kommen und dich beißen oder so, kein Plan. Aber dann schlägst du ihn zusammen mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Feuerlöscher und dann ist Feierabend. Bei The Race bist du halt dann irgendwie, also ich finde,
Ich finde einfach grundsätzlich, glaube ich, Menschen gruseliger als Tiere, würde ich sagen. Also es kommt natürlich auch auf die Tiere an. Also wenn da jetzt irgendwie ein Eisbär ist oder so, hätte ich da auch ein bisschen Angst vor. Aber jetzt bei Seven vs. Wild, Bro, da war halt wirklich gar nichts an Tieren bei uns. Bei eigentlich keinen, außer dieser eine Wolf dabei. Bei Knossi, glaube ich, war da ja gar nichts. Aber so, ich weiß nicht, vor Menschen, Digga, da habe ich irgendwie ein bisschen mehr Respekt. So irgendwo, vor allem irgendwo in einem Land, wo du dann vielleicht mit denen noch die Sprachbarriere hast, weil die irgendwie kein Englisch oder Deutsch können. Ich habe das Gefühl, das Auto fährt so viel langsamer als sonst. Ich weiß nicht, ob da Leute von euch im Chat so drin sind, so Stichwort gute Komödie. Vermutlich nicht, weil ihr guckt meine Streams. Und Dominik hat mir Shane Gillis gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne von ihm jetzt gefühlt auch nichts außer eigenen Programm. Digga, das war so lustig, Bro. Ich habe mich komplett weggeschmissen im Urlaub. Das war übelst geil. Und was ich übelst krass fand, wir haben der macht super oft Trump nach. Und der hat ein Programm vor 2 oder 3 Jahren gemacht, wo der meinte, in seinem Comedy-Programm, dass Trump der lustigste Präsident wäre, wenn er erschossen wird. Also er meinte so, wenn ein Präsident erschossen wird, ist nie witzig. Aber es gibt ja technisch gesehen von allem das Lustigste, auch wenn es nicht lustig ist. Und er meinte, dass das das Lustigste wäre. Und Bruder, wir haben das geguckt, so no joke, 2 Tage, nachdem dieser versuchte Mord war. Bro, okay, ja, wenn jeder 3 Wünsche frei hätte, boah, keine Ahnung, Mann. Wunsch 1, ich würde mir wünschen, dass alle Leute, dass meine Familie gesund bleibt. Wunsch 2, meine Freunde gesund bleiben. Und Wunsch 3, dass ich gesund bleibe, boah. Nee, Real Talk, ich glaube, das ist so das Einzige, was ich mir wirklich wünsche. Ich habe so einen TikTok-Trend gesehen, da waren so 2 Mädels, manchmal, das gab es auch irgendwie auf Englisch, da waren so 2 Mädels, die saßen vor so einer Schüssel und hatten dann immer so ihre Lieblingsgummibärchen. Also dann hatte die eine hat dann so gesagt, ich habe hier die trollisauren Würmer. Und dann haben die so ein Trauma von sich erzählt. Und das TikTok ging so 5 Minuten und die Sachen wurden gefühlt und immer schlimmer. Das war... Ich glaube, wir machen mal auf den Stream langsam aus, weil ich merke, dass ich auch ein bisschen unkonzentrierter werde. In dem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat der Stream aber heute gefallen. Danke fürs Einschalten. In dem Sinne, Chat, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Danke fürs Einschalten. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.